Tja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Splatoon 2 Online. Segelrockbühne, ihr kennt die Sage. Airbrush AG, ihr kennt diese Waffe. Muss ich euch nichts zu erklären, zu erzählen. Ich weiß nicht, warum ich gerade ZR spammen wollte. Ich habe keine Ahnung. Ja, cool. Ich hatte wahrscheinlich gerade noch den jetzt gerade schon wieder. Ich springe rum und drücke ZR und spamme ZR. Voll unnötig. Wieso mache ich sowas? Keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich noch ein paar Komplexe vom Kalligraphen, den ich im letzten Part benutzt habe. Ihr habt es bestimmt gesehen. Die überkrasse Rangkampfrunde, in der ich mal wieder Matchwinner HD war. Boah, aber habe ich auf die Kacke gehauen. Ja, und heute gibt es wieder ein bisschen Revierkampf mit einem Thema, denke ich doch mal. Habe ich ein Thema dabei? Parat? Denke mal. Komm mal jetzt her, du kleine Toller. Kleines Schwein. Schon wieder, ich wollte schon wieder ZR spammen, Alter. Ich hab halt diese verdammten Komplexe eines Kalligraphen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Doch, ich weiß eigentlich schon so genau, woher das kommt, aber trotzdem, das ist doch. Jungs und Mädels. Das kann mir echt keiner erzählen. Wie sehr ich da am Strugeln bin. Komm her! Mieses Schwein! Ich stand doch hinter dem. Wie hat er mich treffen können? Na gut. Lassen wir es auf sich beruhen, Fräuleins. Ja, haben wir ein Thema für heute am Start? Ich denke mal schon. Lass mich hier kurz mal reinkommen. Seht, wir haben leichte Startschwierigkeiten hier. Mein Team ist irgendwie überhaupt nicht existent, dass das gar nichts macht. Da möchte ich mal anmerken, dass ich eigentlich gar nicht so wenig mache. Ich kille. Ich renne. Kill dich gleich, du Sau. Du bist eine Sau. Ja, also da oben rumcampen ist halt der Sniper. Ne? Ist halt eine dumme Sniper-Sau, ne? Dann lass uns erstmal hier reinkommen in diesen Kampf oder in den Part reinkommen, bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen. Ich bin gerade ein bisschen geladen von der Runde, wo man sich wieder denkt, Alter, da ist ja selbst Rangkampf entspannender als dieser Müll hier. Oh, willst du mich killen, du Sau? Du willst mich auch killen, du Sau? Du willst mich auch killen, du Sau? Wer will mich jetzt killen? Wer, Junge? Also ich sag mal, wenn ich hier der schlechteste Spieler der ganzen Runde war, dann weiß ich auch nicht. Also das, was die Mates hier gemacht haben, ich habe nichts von denen gesehen. Ich habe gar nichts von denen gesehen. Aber ich sehe auch sonst nichts von meinen Teammates, weil sie immer schlecht sind. Ach, wir hatten auch einen DC. Ja, natürlich kommt der auch natürlich von diesem G&K-Typen, ist klar, ne? Aber hey, dafür haben wir uns eigentlich ganz gut angestellt. Kam sogar so gut wie dran. Ja, ich wollte gerade Ahoi, meine lieben Seebären, sagen, wenn die Manta Maria Map gekommen wäre. Aber da sie gerade nicht drankommt, weil Map Rotation ist geil. Ja, Seegelrockbühne, hi. Thema. Ihr habt sicherlich schon anhand des Titels, anhand des Thumbnails gesehen. Ich habe öfter mal überlegt, darüber ein eigenes Infovideo zu machen, um darauf zu hinweisen, dass ich doch auch einen Widmi-Account habe und das schon seit. Ja, seit nicht allzu langer Zeit, aber schon, ich glaube Ende August habe ich den Account erstellt. Ich weiß das Datum nicht ganz genau auf den Punkt, aber ich glaube es war entweder Anfang September oder Ende August. Da habe ich den Account erstellt und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich meine es gibt momentan viele YouTuber, die darauf hinweisen und kundtun, dass man jetzt einen Widmi-Account habe und dass man jetzt einen ruhig folgen könne. Und das will ich auch tun, deswegen. Ich meine, ich hätte es machen sollen, bevor es cool war. Ich hätte für einen Widmi-Account werben sollen, als es cool war. Naja, gut. Ist jetzt passiert. Deswegen,
Vidme, da habt ihr bestimmt schon von den ein oder anderen YouTubern von gehört. Es ist ein Videoportal, genauso wie YouTube auch. Also es ist halt ein Videoportal, das YouTube ähnelt. Man kann auch Videos hochladen und so und ja, seine Zuschauerschaft, seine Community dort seine Videos schauen lassen und so ein Account, ja, wie sie auch die anderen YouTuber haben. Den habe ich auch. Falls ihr mir folgen wollt, der Link dazu ist in der Beschreibung, vielleicht sogar in den Kommentaren, vielleicht sogar an gewissen anderen Stellen, an denen ich jetzt nicht erwähnen möchte. Also auf meinem Discord-Server, denke ich mal, ist der Link. Oder das mit den anderen Stellen klang eben ein bisschen pervers, tut mir leid. Ich habe jetzt auch einen Discord-Server, ne? Ich habe jetzt auch einen Discord-Server, auf dem man mir folgen kann. Ja, ich habe auch schon seit längerer Zeit einen Discord-Server, aber das ist nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte darauf hinaus, dass ich jetzt auch einen Vidme-Account habe. So, folgt mir dort, wenn ihr Bock habt. Fans. Oh mein Gott! Denn ich habe dort auch vor, Videos hochzuladen im Sinne von Let's Plays. Im Sinne von anderen Videos. Es wird auch, denke ich mal, so sein, dass... Also jetzt mal so ehrlich. Ja, Let's Plays möchte ich hochladen. Aber ihr seht meine Kanalsituation. Momentan habe ich Minecraft Part 100, Schlag mich tot. Splatoon Part, Schlag mich tot. Inazuma 11 Part, Schlag mich tot. Das wäre Schwachsinn, auf Vidme Let's Play Parts hochzuladen. Die nicht bei 1 beginnen. Also wenn ich dort ein Let's Play veröffentlichen möchte, dann muss es halt auch schon wirklich bei Part 1 dort losgehen, damit quasi die Vidme-Zuschauer auch quasi nachvollziehen können, okay, da ist Part 1, da ist der Part, da ist der Part, da ist alles geordnet. Ich möchte jetzt nichts Halbgas da hochladen oder so, oder jetzt anfangen, alle meine Let's Plays hochzuladen, die ich gerade auf der Festplatte habe. Das heißt, ich möchte jetzt nicht anfangen, Minecraft Part Schlag mich tot dort hochzuladen und dann weiterzumachen, Parts Schlag mich tot von Splatoon dort hochzuladen und weiterzumachen. Also ich möchte bei meinen Let's Plays auf Vidme bei Part 1 anfangen, bevor ich da irgendetwas hochlade. Ist es verständlich? Kommt geordnet darüber und so weiter und so fort. Aber sollte ein Let's Play bald losgehen auf YouTube, so würde es auch auf vid.me losgehen. Ich finde es eigentlich relativ verständlich, denn, wie gesagt, es ist viel zu chaotisch, da jetzt auf Vidme dann mit Part 180 oder so von Minecraft anzufangen. Und alle Vidme-Zuschauer, die eventuell durch Vidme auf mich gekommen sind, fragen sich so, ja, und wo ist jetzt Part 179? Tja, das ist eine gute Frage. YouTube. Und die Vidme-User denken sich dann auch so, ja, aber... ja, nein. Ich will nicht auf YouTube gehen. Ich kann verstehen, wenn man das Ganze macht, wenn man halt quasi kreuz und quer die Let's Plays so hochlädt, dass sie halt nicht bei 1 anfangen. Oder in chronologischer Reihenfolge, sondern halt mittendrin. Aber gerade dieses mittendrin, das stört mich halt. Ich möchte halt von 0 auf anfangen, von Beginn an anfangen, Let's Plays hochzuladen. Das heißt, wenn zum Beispiel FIFA 18 bei mir starten wird, es wird bei mir starten, es wird bei mir ein Let's Play sein, so wird auch FIFA 18 nicht nur auf YouTube starten, sondern auch auf Vidme. Sondern auch auf Vidme und so weiter, sodass wir da halt immer so eine gute, ja, Chronologie haben. Dass da alles geordnet hochkommt. Das ist so mein Punkt. Und deswegen so erst, wenn halt Let's Play so richtig startet, werde ich die Let's Plays parallel hochladen. Also erstmal YouTube, dann Vidme. Ich würde sogar sagen, mit dem gleichen Upload-Plan. Also wenn es einen Upload-Plan für diese Let's Plays gibt, für diese Parts gibt, die ich da hochlade, dann... Rudine. Wenn es einen, Upload-Plan gibt, dann werde ich ihn halt so in dem im Groben und Ganzen von YouTube übernehmen. Na, aber es ist natürlich klar, dass ich nicht alle Videos von YouTube direkt auch auf Vidme bringe. Also werden auf Vidme auch täglich viel weniger Videos online kommen. Aber es ist halt so, für die Leute, die halt Vidme, über Vidme die ganzen Videos schauen wollen, können das dort tun. Wer auf YouTube weiterschauen will, der kann auch auf YouTube weiterschauen. Ja? Ich
sträube mich übrigens auch so ein bisschen davor, auf YouTube Werbung für Widmi zu machen, weil ansonsten sieht dann noch irgendwie ein YouTube-Mitarbeiter oder sowas. Oh, Redungs Kai hat über Widmi gesprochen. Ein Konkurrenzprogramm oder eine Konkurrenzseite zu YouTube. Das kann nicht sein. Den müssen wir erstmal wegstriken, weil er uns voll auf den Sack gehen wird. Weil YouTube läuft unter ernsthafte Gefahr, unterzugehen, wenn Widmi weiter supportet wird. Und naja, also wenn man quasi, ich weiß nicht, ich kann mir schon irgendwie als, ich kann es mir wirklich als komisch vorstellen, wenn man auf einem, auf einer Seite einer gewissen Art Werbung für eine andere Seite der gleichen Art macht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, was weiß ich, wenn ich auf meinem YouTube-Account zum Beispiel, wie gesagt, Werbung für Widmi mache oder so, dass ich halt dann irgendwie YouTube denken muss, Alter, der wirbt uns hier die Zuschauer ab, dass sie auf Widmi schauen sollen. Bla bla bla. Aus diesem Grunde bin ich immer so ein bisschen dagegen, ein extra Video dazu zu machen, weil nachher striken die mich noch weg oder nachher bin ich noch werbeunfreundlich oder sowas. Ich hab keinen Bock da drauf. Man weiß ja nie, was in den Köpfen von YouTubers vorgeht. Leider. Aber gut, wenn wir Glück haben, können wir vielleicht nochmal zum Abschluss des Parts Manta Maria spielen. Ansonsten, ja, geile Map-Rotation, ne? Also nochmal zum Mitschreiben und yes, Manta Maria, danke schon dafür, weil wir haben gleich 4 Uhr und um 4 Uhr ist ja ein Mapwechsel, deswegen cool, dass wir nochmal am Ende Manta Maria spielen konnten, dankeschön. Also nochmal zum Mitschreiben, ja? Ich habe einen Widmi-Account, auf welchem ich Let's Plays und anderen Stuff hochladen werde. Anderer Stuff meint so ein bisschen der Special Stuff, das meint so ein bisschen Rap-Tracks von mir, die ich hochlade oder sonstige Sachen. Abonnenten-Specials von YouTube, das würde keinen Sinn machen, weil ich kann doch nicht auf Widmi 50.000 Abonnenten-Special beispielsweise hochladen, das würde keinen Sinn machen. Aus dem Grunde, Videos der besonderen Art und neu gestartete Let's Plays, die auf YouTube auch, neu gestartete Let's Plays, die mit sofortiger Wirkung auf YouTube und somit auch auf Widmi starten können. Sie wissen Bescheid. Ich hoffe, ihr habt diesen Gedankengang verstanden, aber ihr habt diesen Gedankengang verstanden, also soll ich nicht fragen, ob ihr es verstanden habt. Was? Warum hat das jetzt gebracht? Naja. Na, also wer mir halt für Let's Plays und für sonstigen Stuff dort folgen möchte, ich habe dort auch schon 2 Videos hochgeladen. Der kann das gerne tun, der kann mir dort gerne folgen. Bis vor der Woche dachte ich noch, dass ich vielleicht der Widmi, also der Content Creator von Widmi, sein könnte im deutschsprachigen Raum mit den meisten Followern, mit den meisten Abonnenten, aber da jetzt jeder YouTuber anscheinend dort hingeht, wogegen ich nichts habe oder so, aber ich war halt so, also ich habe so das Gefühl, Tot-Offs hat die Bewegung im deutschen Raum so ein bisschen losgetreten. Ich habe sie weiter an den Mann gebracht. Und dann hat das irgendwie alle anderen YouTuber mitbekommen. Und das hat sich halt rumgesprochen wie ein Lauffeuer, dass es auch Widmi gibt. Oder wie haben die anderen YouTuber Widmi gefunden? Das weiß das jemand? Ist doch vollkommen egal. Jedenfalls, Let's Plays. Ja? Spezielle Videos werden dort Einzug finden. Let's Plays, andere Videos werden dort Einzug finden. Dafür könnt ihr mir dort folgen, was mich sehr freuen würde. Ja. Link dazu, wie gesagt, in der Beschreibung oder in den Kommis oder in anderen Möglichkeiten, möchte ich sagen, ja. Ihr werdet sicherlich schon irgendwelche Links zu meinem Widmi-Account gesehen haben. Alternativ, andernfalls, bit.me/randomkai. Ich bin dort auch schon Verified User, das heißt, ich bin dort verifizierter Content Creator. Das freut mich ziemlich
sehr, dass ich dort verified bin. Das heißt, es gibt kein Fake HD von mir auf Whitney. Und wenn, dann wird er weggelöscht. Gut, Jungs und Mädels. Ich würde sagen, das wäre es für die heutige Folge gewesen. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.